Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich bin die Miri und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es schon Abend ist, ehrlich gesagt. Denn unser Geralt, der soll sich ja jetzt mit Loredo treffen. Allerdings halt abends. Bei seinem Anwesen. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das hier schon zutrifft. Soll ich mit denen quatschen? Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Ja, was meinst du, was jetzt gerade ist? Okay, es ist anscheinend noch nicht Abend genug. Spielst du Soldaten und Eichhörnchen mit mir? Hätte ich jetzt gedacht, dass es schon soweit ist, aber das Spiel ist anderer Meinung. Was kann ich denn dann jetzt noch machen? Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Ah, kaum steht man irgendwo, schon sind die ganzen Kinder um einen rum. So, was haben wir hier? Da muss ich mich mit Triss irgendwo treffen. Wir könnten uns auch um diese Geschichte kümmern. Mit den... mit dem ganzen Gedöns da. Wie heißen sie? Mit dem... mit der Rezeptur, die wir ausfindig gemacht haben. Ich meine, wir wissen schon, dass es Fistech ist. Das heißt für mich eigentlich, ich bin jetzt halt auch nicht so ganz sicher, ob ich dem Typen trauen kann, ne? Gut, ich muss ihn jetzt erstmal wiederfinden. Wo ist denn der überhaupt? Der war doch irgendwo hier am Dock. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter. Ich glaube, der war... gerade frei? Hier unten. Ich habe einen Geisterkunden. Hier, da ist er doch. Ach, aus dem Weg. Und? Hast du die Rezeptur? Ich habe nicht die Absicht, sie dir zu geben. Wir sehen uns wieder, du Lump. Mit Sicherheit. Aber ich werde sicherlich keinen Fistech-Handel hier unterstützen. Das machen wir nicht. Unser Geralt hat ja schon eine gewisse Ehre, ne? So ein bisschen zumindest. Augen wie eine Ich Kratz. Versuch's jetzt noch einmal. Brauchst du nicht. Lasst uns alle nach Fushima segeln. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen meditieren, wie wär's? Wir werden einfach mal ein bisschen Zeit abwarten. Ist schließlich unsere Heimat. Es ist Abenddämmerung jetzt, ja? Also ich will nicht unbedingt bis Mitternacht machen, ne? Aber so genau kann ich das anscheinend nicht auswählen. Ich kann immer nur mittags. Ich kann halt nicht sagen, dass ich jetzt nur 2 Stunden oder so meditieren will. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Also, da muss ich sagen, das hat mir in The Witcher 1 besser gefallen. Da musste man zwar immer meditieren, also man konnte zwar nur an bestimmten Orten meditieren und man konnte auch nur dann... Also man konnte Tränke brauen und dann ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Was ich aber in Ordnung fand, ehrlich gesagt. Das kostet halt auch ein bisschen Zeit, ne? Also insofern, ja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das so gelungen finde, dieses System. Naja. Tja, also die Stände sind schon verlassen, das heißt, es ist jetzt schon Abend, ne? Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Druck's auf. Was ist ein Hexer ein? Oh, er zumacht hier. Verschlossen. Dafür braucht er so einen riesigen Text für, um verschlossen zu sagen, ja? Ich weiß nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Erstmal speichern. Ah, kenne ich das? Das kommt mir nicht bekannt vor. Ach, ich glaube, das ist die Waschstube. Die Wachstube. Eine Latte brauche ich nicht. Hier sind ein paar Urins. Unterhalten tun wir uns nicht mit denen. Ist das Staub, der hier rumwirbelt? Oder was sind das für Lichter, die da in der Luft rumwirbeln? Aha, da gibt's was. Eisenring, gelbes Meteoritenerz. Her damit. Ein Hammer. Das brauche ich nicht unbedingt. Und das hier.
Jubal Primus. Sei gegrüßt. Keine faulen Tricks, verstanden? Sei gegrüßt. Guten Tag. Eine Axt interessiert mich nicht. Das finde ich schon besser. Gut, das nehmen wir jetzt mal mit. Okay, das ist die Wachstube. Interessant. Interessant, dass sie uns auch überall hier reinlassen. Oh, kann ich da hochklettern? Oh Gott, dass man halt alles tut, um sich die Zeit zu vertreiben hier, ne? Cool. Voll die Aussicht hier. Naja. Naja, ich würde sagen, wir klettern wieder runter. Was willst du? Gar nichts. Ah, schaut mal, das Symbol hat sich jetzt verändert. Oben rechts neben der Karte. Was willst du? Ah ja. Lass uns mal das Tagebuch hier anschauen. Ah, einer Gausel. Wir könnten noch ein bisschen pokern. Da muss ich nur ins Anderling-Viertel finden. Na, mal sehen, ob ich den Weg dahin finde. Da kommt der Hexer. Ob er einverstanden Aha. wäre? Weiß nicht. Können wir ihn denn einfach so fragen? Sieh ihn dir an. Er wäre genau der Richtige dafür. Na, was ist denn das hier? Okay, Pechdraht. Urins. Noch mehr Urins. Bücher. Sehr gut. Kann ich die lesen? Zwergenaufwertung und Zwergenhammer. Hm. Wir nehmen alles mit, ne? Hier ein Urins. Und. Naja. Teilweise interessante Dinge. Der Hexer. Guten Tag. Was führt dich zu mir, weißer Wolf? Fühl dich ganz wie zu Hause. Ja, habe ich schon. Kenne ich dich? Ich habe viel von dir gehört und noch mehr gelesen. In Briefen der riefschen Diaspora. Freut mich, dich kennenzulernen. Ena Gausel. Ich handle mit Kuriositäten und bin für die Gemeinschaft der Anderlinge tätig. Mhm. Bücher in Flotsam. Bücher in Flotsam? Das ist doch kaum ein einträgliches Geschäft. Ach, hier kommen viele Fremde vorbei. Die kaufen und verkaufen manchmal welche. Sheila de Tankerville zum Beispiel war gestern hier und hat eingekauft. Und ausgegeben, wovon andere ein Jahr leben. Hat sie denn was Interessantes gekauft? De Vermis Mysteriis. Traktat aus Lan Exeter. Gesamtausgabe und ein sehr teures Buch, dessen Titel ich nicht nennen möchte. Und dann hat sie lobenswerterweise noch für die Gemeinschaft gespendet. Genauer, für die Witwen- und Waisenstiftung. Sehr nett von ihr. Die Anderlinge in Flotsam sind organisiert? Eigentlich nicht. Wir helfen uns nur so gut wir können. Ich bin Steuereintreiber und Überbringer von Loredos Verfügungen. Dann hat Jorvet dich bestimmt im Visier. Ha, da magst du recht haben. Er hat mich mehrfach gewarnt. Ich habe ihm zwar oft erklärt, weshalb das, was ich tue, wichtig ist, aber wir reden aneinander vorbei. Tja, er ist das Schwert, ich bin die Feder. Verschiedener geht es wirklich nicht. Weißt du, früher war es einfacher. Aber dann verschwanden ein paar Elfinnen. Da vertrauten wir den Menschen und den Eichhörnchen nicht mehr und sie hörten auch auf, uns zu vertrauen. Hat man die Elfinnen denn gefunden? Nein, vermutlich von Neckern getötet. An Moril erinnere ich mich noch gut. Sie hatte so blütenweiße Hände. Ein schönes Paar war das, sie und ihr Freund. Wir haben schon zum zweiten Mal jetzt von dieser Moril gehört. Da bin ich mal gespannt. Ich möchte würfeln. Spielen wir? Jawohl. Gut, wir machen natürlich jetzt wieder keine Rieseneinsätze, weil ich ja nicht so gut im Würfeln bin. Okay, also er hat... Warte, der hat schon Full House. Und ich habe quasi nichts. Also gegen Full House komme ich ja nicht an, ne? Aber wir können ja trotzdem versuchen, hier noch irgendwie was rauszubekommen.
Man weiß ja nie. Ja. Man kann halt nicht aufgeben, glaube ich. Ja, das war nichts. Ich habe gewonnen. Ja, ich würde sagen... Ich will Revanche. Darf ich mal einen Blick auf deine Bücher werfen? Natürlich, lass dir Zeit. Aber ich will eigentlich lieber würfeln. Spielen wir? Ach, mal sehen, ob ich ihn irgendwie besiegen kann. Oh, diesmal habe ich Full House. Und er nicht. Da können wir ja eigentlich direkt weitermachen. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Bei Full House? Denke ich nicht, dass er das noch groß ändern kann. Aber er hat erhöht. Es kann natürlich sein, dass er jetzt noch versucht, es hier besser zu machen. Ha! Wir haben gewonnen. Ich hab verloren. Das Geld gehört mir. Da hast du es. Ich spiele nicht mehr gegen dich. Gegen wen kann man denn hier noch gewinnen? Der Beste ist Segota. Wir werden sehen. Aber das ist halt auch... Der Beste beim Würfeln ist halt irgendwie albern, ne? Es sei denn, man hat gezinkte Würfel. Schwachsinn. Einfach nur Blödsinn. Darf ich mal einen Blick auf deine Bücher? Natürlich. So, dann zeig mir mal deine Bücher. Was hat er denn? Der Kairan, eine Monographie. Interessant. Furcht und Schrecken der Menschen. Enthält das gesamte Wissen über Erscheinungen. Kostet 95 Orens. Ertrunkene. Okay. Na, da sind einige sehr interessante Sachen. Ein Neckar im Nebel. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal ein paar Bücher kaufen. Ich meine, das kostet jetzt nicht so viel. Mit 32 Urins, das geht eigentlich. Dann versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen was über Monster zu lernen. Endriagen war ja auch was, was wir jagen müssen. Nehme ich das auch mal mit. Über Ertrunken ist wahrscheinlich auch sinnvoll. Ah, das haben wir anscheinend schon. Beschreibt Hexer. Reden von Mideite. Enthält Informationen zum Sommerschreien, der das Quen-Zeichen verstärkt. Es klingt alles sehr interessant, aber ich will jetzt natürlich nicht mein ganzes Geld hier auf den Kopf hauen. Auf der anderen Seite? Ich meine, was über Kairane zu erfahren, aber das sind halt 250 Urens. Ich würde es erstmal dabei belassen. Erstmal gucken, ob ich vielleicht anderweitig auch noch an Bücher rankommen kann und dann die Informationen dazu. Dann gehen wir mal kurz ins Inventar. Ich versuche mal hier mich durch die Bücher durchzulesen. Kann ich das jetzt lesen? Hä? Jetzt habe ich wieder die Schuhe ausgezogen. Es kommt vor, dass ein ertrunkener Mensch als Monster wiederkehrt, um die Lebenden zu plagen. Der Untote zieht seine Opfer unter Wasser, reißt sie beim Ertrinken mit scharfen Krallen in Stücke und verspeist sie wie Geschnetzeltes. Solche Kreaturen nennt man Ertrunkene, besonders häufig findet man sie am Ponta, der sie dank Schiffverkehr und Besiedlung der Ufer mit Nahrung versorgt. Ja. 3 Jahre unter Endriagen. Endriagen sind Waldwesen, die an Spinnen erinnern. Besonders wohl fühlen sie sich auf feuchten Wiesen mit hohem Gras. Endriagen sind nicht groß, sondern lang. Sie bewegen sich auf 4 Pfoten und werden von ihrer Beute selten bemerkt, wenn sie reglos lauern. Wir Kikimoras spezialisieren sich Endriagen. Die meisten sind Soldaten, einige sind Wächter. Königinnen sind sehr selten. Die Königinnen befestigen Eier in Kokons an Bäumen. Hieraus schlüpfen neue Endriagen. Alle Kokons an einem Baum bilden ein Nest. Die Königinnen sitzen gut bewacht in ihrem Versteck und interessieren sich nur für das Nest. Wird es attackiert, kommen sie hervor und stürzen sich auf den Angreifer.
Will man Endriaken loswerden, sollte man die Königin aus den Verstecken locken und töten. Dazu könnte man die Kokons anzünden. Ah, interessant. Neckar im Nebel. Man stelle sich einen Ertrunkenen vor, der Tunnel graben und auf Bäume klettern kann, der noch böser ist und verbissener kämpft, der Überraschungsangriffe stets im Rudel ausführt. Das wäre ein realistisches Bild vom Neckar. Diese Wesen, primitiv oder nicht, sind der Schrecken der Wälder von Mensch und Tier gleichermaßen gefürchtet und gemieden. Neckar sind keine Einzelgänger, sie schließen sich zu Stämmen zusammen, damit sie auch stärkere Gegner besiegen können. Im Kampf gegen Neckar kann ein Hexer sämtliche Techniken einsetzen. Wirksam sind unter anderem Zeichen, Fallen, Bomben, Gifte und blutungssteigernde Öle. Nester von Neckern zerstört man mit Hilfe der Bombe Kartätsche. Aha. Okay. Gut, das sind jetzt Nebeninformationen. Feudale Gesellschaft. Mhm. Studie über Krabbspinnen. Spinnen sind einsame Jäger, warten geduldig auf ihre Beute und töten sie mit einem einzigen Schlag. Das gilt auch für die Krabbspinne, eine riesige Kreatur, die im Wald am Fluss haust und dessen unangefochtene Herrscherin sie ist. Andere Jäger auf ihrem Territorium duldet sie nicht, auch keine Hexer. Das dachte ich mir fast schon. Aber interessant, wir haben jetzt eine ganze Menge gelernt. Wenn wir jetzt hier in unser Tagebuch reingucken, dann müssten wir in unserem Monster-Teil einige Dinge finden. Zum Beispiel bei Neckar, so sehen die aus. Ertrunkene. Krabbspinne. Achso, das waren diese Viecher, die wir da am Anfang gesehen haben. Interessant. Sehr interessant. Ja. Geil, das ist das Spiel direkt wieder abgestürzt. Okay, wir sind wieder hier. Ich bin wieder hier im Kaufmenü. Ich habe mir überlegt, ich werde noch ein paar Bücher mehr besorgen. Zum einen hier dieses Riten-Ding, weil das nur ein Orens kostet. Ist ja quasi geschenkt. Dann habe ich außerdem schon auch ein paar mehr Bücher über Monster mir besorgt. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch zurücklassen würde, wäre das mit den Kairan, weil ich halt hoffe, dass ich die Informationen irgendwie anders bekomme. Mir ist es mit den 250 Gold schon ein bisschen zu teuer. Der Aufstand von Buzima beschreibt den Aufstand von Jacques de Aldeberg. Das kommt mir ein bisschen falsch vor. Das sind die Ereignisse, die in The Witcher 1 passiert sind. Also das brauche ich jetzt nicht als Information. Die Königreiche der Nordlinge, Edion, Catwin, Redanien, Temerien, ist schon interessant, aber ja, die Temerische Dynastie enthält Informationen über Foltests Tochter, das finde ich jetzt auch nicht so spannend. Harpien könnte interessant sein, Töchter der Winde, nehme ich mal mit. Zauberer lasse ich erstmal, weil auf der anderen Seite. Ich nehme es mal mit. Schaden kann es mir eigentlich nicht, ne? So. Dann lese ich natürlich die ganzen Bücher nochmal. So, Personen, die über magische Kräfte verfügen, nennt man gemeinhin Zauberer, doch sie haben im Laufe der Jahrhunderte noch andere Namen bekommen. Nicht alle davon schmeichelhaft. Die Vielfalt oszillierte von der respektvollen Anreden der Wissende oder Erzmeisterin bis hin zu nicht gar so blumigen verdammter Schweinehund holt ihn die Pest, respektive einem umgangssprachlichen Wort, das hier aus Respekt vor Frauen und Sprache ungenannt bleiben soll. Die Macht über die magischen Kräfte stellt Zauberer über die Normalsterblichen zum Guten oder Schlechten. Seit Anbeginn der Zeiten erinnert man sich ihrer entweder als Wohltäter und Helden oder als Schurken ohne Ehre und Gewissen. An diese erinnert man sich freilich länger, was das Misstrauen des schlichten Volkes gegenüber Zauberern erklärt. Okay, Harpien. Es gibt viele Arten von Harpien und alle davon sind Kleptomanen. Die einen klauen Glitzerkram, die anderen Träume. Besonders begehren sie Träume voller Gefühle, etwa sich wiederholende Albträume. Für den Bestohlenen ist das ein Segen, immerhin ist er den Albtraum los. Die Harpie aber verwandelt diese Beute in einen Gegenstand mit starker magischer Energie. Solche Erzeugnisse sind begehrt unter Zauberern. Manche halten sich Harpien wie Hühner auf der Stange und nehmen bei Tagesanbruch die Nester aus.
Aber zufrieden sind sie selten mit der Ernte. Die verwandelten Träume sind ihnen meistens nicht mächtig genug oder das Geschöpf, von dem sie stammen, war es nicht. Wer ein Harpiennest auf einem Felsvorsprung zerstören möchte, benötigt dafür eine spezielle glitzernde Falle mit verzögerter Sprengwirkung. Die Harpie reißt die Beute an sich, die Ladung detoniert, was die Explosion nicht vernichtet hat, besorgt der Sturz, der ewige Feind von geflügelten Geschöpfen. Interessant. Das hier ist anscheinend was, was uns mit Quen hilft. Das kennen wir schon. Moderhäute sind Nekrophagen. Sie fressen also vorzugsweise Kadaver, verschmähen aber auch lebende Beute nicht immer. Man findet sie bei Schlachtfeldern oder Ansiedlungen, die von Epidemien oder Hungersnöten heimgesucht werden. Sieht man eine Moderhaut, kann man davon ausgehen, dass noch mehr in der Nähe sind. Sie erscheinen urplötzlich und können noch schneller verschwinden, wenn sie Gefahr wittern. Darum ist es schwer, alle auf einmal zu töten. Besser schneidet man sie einfach von ihrer Nahrungsquelle ab, indem man alle Kadaver und Leichen in der Gegend verbrennt. Nicht vergraben. Moderhäute können prima buddeln. Haben sie nichts mehr zu beißen, ziehen sie weiter und versuchen ihr Glück woanders. Mhm. Gut, Ertrunkene kennen wir. Erscheinungen sind nicht, wie einige behaupten, die Auskristallisation bestimmter Ängste. Sie sind sichtbar, greifbar und gefährlich. Die Priester lehren, dass Menschen zu Erscheinungen werden, wenn sie plötzlich sterben, ohne bestimmte wichtige Angelegenheiten erledigt zu haben. Erscheinungen haben also Ziele. Manchmal sind sie sich dessen gar nicht bewusst, häufiger jedoch verfolgen sie ohne Rücksicht auf die Lebenden. Ja. Das mit den Andrejagen kennen wir. Geschichte Mahakams. Das hier. Ja. Und damit sind wir durch. So. Zerstöre alle Zugänge zu den Neckartunneln. Zerstöre die Kokons der Andrejagen und töte die Königin. Okay. Ja, wir werden jetzt erstmal speichern, bevor uns das Spiel nochmal abschmiert. Okay, diesmal sind wir rausgekommen. Ist es jetzt endlich spät genug? Oh ne, sieht nicht so aus, ne? Sieht immer noch hell aus. Meine Güte, wie lange geht denn die Sonne hier unter? Oh, da gibt's Schöllkraut. Noch mehr Schöllkraut und Balissa. Geht auseinander! Wer geht auseinander? Weit und breit nichts zu bekommen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier rein. War ich hier schon mal drin? Das sieht nicht unbedingt so aus. Nee. Wer ist er denn? Weiß ich nicht, der sieht genauso aus wie der Typ, dem wir das Rezept verweigert haben. Weil wir keinen Fistech weiter handeln wollen. Oh, da ist eine Fackel. Licht an, bitte. Es gab doch jetzt noch einen Gegner bei dem Pokern, oder? Und durfte sich nun mit Zegota-Wechsel messen. Und wo ist der? Gute Frage, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal einfach ein bisschen weiter. Geht auseinander! Wer denn? Die Richtung? Hier hin? Nee, ne? Der ist vielleicht auch gar nicht hier, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Karte und gucken mal, wo sich der befinden soll. Karte. Mal bitte ein bisschen näher ran, wenn es geht.
Ah, der befindet sich hier auch vor den Stadtmauern sozusagen. Naja, dann gehen wir halt nochmal raus. Die Geschichte mit Le... Wie heißt da nochmal irgendwas mit L? Naja, die scheint sich ja auf jeden Fall noch zu verzögern. Was ist denn hier los? Pass auf dich auf! Ja, mach ich schon. Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Schweiger? Habt ihr alle Platz genommen? Sitzt ihr gut? Dann hört mir zu. Vor nicht allzu langer Zeit wurde König Foltest eine Tochter geboren. Ada mit Namen. Das Mädchen starb, aber ein böser Mensch verfluchte sie und verwehrte ihr so die ewige Ruhe. Ada kehrte als Striege zurück. Nachts stieg sie aus dem Sarg und stillte ihren Appetit auf Menschenfleisch in den Straßen von Vysima. Die Stadt war starr vor Entsetzen. Der König versprach dem, der Ada vom Fluch befreien würde, eine Belohnung. Doch niemand vermochte es. Da kam ein Hexer nach Vysima. Er hörte den Leuten zu, besah sich die Wunden der Toten und nahm trotz vieler Warnungen den Auftrag an. Eine ganze Nacht hindurch rang der Hexer mit ihr und wich mit List ihren Fängen aus. Obwohl die Striege so gefährlich war, wollte er sie auf keinen Fall töten. Solche Verbissenheit erlebte die Striege zum ersten Mal. Sie spürte seinen eisernen Willen und wich zurück. Hexer verstehen sich wie niemand sonst auf das Aufheben von Flüchen. Und dieser Tapfere war da keine Ausnahme. Er schloss sich für den Rest der Nacht in den Sarkophag der Striege ein, bis der dritte Hahnenschrei den bösen Bann brach und Ada wieder menschlich wurde. Doch der Fluch war nicht sofort spurlos verschwunden. Fast wäre der Hexer gestorben, als ihn die Striege in Mädchengestalt angriff. Die Diener des Königs fanden ihn blutend neben der entzauberten, verwirrten Prinzessin. Und Foltest gewann seine Tochter zurück. Solches geschieht tatsächlich unter Sonne und Mond. Nicht schlecht. Das ist die Geschichte von Geralt, die da erzählt wird. Sehr nett, dass das einfach mal so erzählt wird am Rande. Finde ich echt schön. Gefällt mir. Gibt's hier irgendwas? Ja, ja. Wo ist denn der Typ? Ach, der schläft hier. Hervorragende Arbeit. Nicht wahr? Das Leder ist erstklassig und war in den Händen eines sehr guten Gerbers, der manchmal auch Otterfelle verarbeitet. Jagst du? Im königlichen Wald ist Jagen verboten, das weiß doch jedes Kind. Außerdem traut sich keiner mehr hin, dort herrscht die reinste Monsterplage. Offenbar gibt es in der Gegend reichlich Beute. Wenn du mich fragst, es braut sich ein Krieg zusammen. Nicht unbedingt. Die Skoyatel überfallen doch ständig Händler und liefern sich Kämpfe mit Soldaten. Ideale Umstände für Aasfresser. Hoffen wir also auf bessere Zeiten und gehen so lange unserer Arbeit nach, wie es uns die weisen Schriften lehren. Ja. Ach so, der kann Sachen für mich herstellen. Wahrscheinlich so neue Rüstung, aber ich finde unsere Rüstung eigentlich schon ziemlich cool. Ich würde gern würfeln. Also, spielen wir? Ja, unbedingt. So, die Einsätze sind natürlich niedrig. Na Gott, und da ist wieder der vierte Würfel weg. Was habe ich denn? 2 Vieren und 2 Dreien, das ist eigentlich nicht so verkehrt. Was hat er? 3 Fünfen. Nee, 3 Vieren. Das ist schlecht. Shit. Aber wir passen. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal. Für Segota spielst du zu schwach. Habe nicht die... Wir probieren es nochmal, das war gerade ein Versehen. Ich würde gern würfeln. Also, spielen wir? Oh, jetzt habe ich den wieder verloren. Irgendwas mache ich falsch. Also, jetzt habe ich 2 Vieren und er hat... Wieder 3 Vieren. Was ist denn mit dem Typen los, ey? Also mit denen hier würfel ich nochmal, ja? Ja. Zwei Vieren und 2 Fünfen. Das ist nichts.
für Segunta spielst du? Ja, Klappe. Aber nicht die... Ich würde gern würfeln. Also, spielen wir? Ja, irgendwann werde ich ihn ja besiegen. Okay. Wenn wir es jetzt schaffen, dass ich mal nicht meinen Würfel verliere, so wie jetzt, dann haben wir vielleicht schon mal bessere Chancen. Also, ich habe 2 Dreien und 2 Sechsen. Er hat Full House. Das gibt's doch nicht. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist auch auf Full House zu gehen. Oh, nee, oder? Wie kann man denn so für viel Glück haben? Für Segunta spielst du zu schwach. Klappe. Mann, ich will dieses Spiel gewinnen. Ich würde gern würfeln. Also, spielen wir? Wir verwürfeln hier unser ganzes Geld. Was habe ich denn da wieder gewürfelt? Also, ich habe 2 Einsen. Und er hat 1, 2 Fünfen. Das ist schlecht. Ich würde sagen, wir probieren es aber trotzdem mit den Einsen. Einfach mal probieren. Oh, 3 Einsen immerhin. Oh, ich habe gewonnen, endlich. Ja. Sehr schön. Du bist gut. Da hast du dein Geld. Ja, danke. Wir könnten auch ganz gute Fallen von ihm bekommen. Ich höre, du handelst mit Fallen. Stimmt. Und nicht nur damit. Ich hätte statt des Geldes gern was anderes. Bitte, such dir was aus. Ein Schema für Sprengfallen? Fangeisen? Gefrierfallen? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal die Sprengfallen. Ich könnte ein Schema für Fallen mit Nitroglycerin gebrauchen. Für was bitte? Für Fallen, die nichts von der Beute übrig lassen. Ah, ein Schema für den Krachmacher. Hier, bitte. Cool. Also man kann auch auf die Art und Weise was bekommen. Interessant. Interessant. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich jetzt mehrfach, wenn ich mehrfach gegen ihn gewinne, ob ich dann quasi auch mehr bekomme. Also wenn ich noch weitere Fallen bekommen kann. Wir ständig brauchen. Tja. Naja, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht können wir ja da beim nächsten Mal wirklich dann mal uns um diese Loredo-Geschichte kümmern. Bis dann, macht's gut, eure Miri.